Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Terraria mit mir Teuvo LP und The Shock LP. Jo, ich hab's auch. Ja, ich hab Terraria auch, Leute. Ja, es kam ja jetzt einige Tage lang nichts, ich glaube viel zu lange. 3, 4, 5 Terraria? Tage. Ja. Zuletzt haben wir den Eater of Worlds und nochmal kurz das Auge von Cthulhu getötet. Ja. Er hat jetzt hier mal das gelbe Laserschwert von mir bekommen für diese Aufnahme, damit er nicht so ganz unterpowered ist, wobei seine Rüstung ist jetzt eh besser als meine und... Oh, du hast nur 100 HP. Naja. Was? Du hast nur 100 HP. Ja, ich habe noch keine Herzkristalle geleitet. Naja. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt dir noch diese Rüstung, die ich jetzt auch habe, farme. Ja, dafür müssten und wir... dafür müssten wir jetzt, glaube ich, nochmal Eat of Worlds oder irgendwas anderes machen. Wie machen ja, wir ich schau mal kurz, wie viel Demonite Ore wir haben. Oh, wir haben eine Goldmünze, 55. Also Shadow Scale haben wir genug und Demonite Ore eigentlich auch. Achso, das Shadow Scale hast du eben rein, kann das sein? Dann muss ich mal schauen, ob ich mir nicht vielleicht noch eine Rüstung machen kann. Ich hab's schon eingepackt. Achso. Ja, wir brauchen nur mehr Demonite Barren. Und da, die kriegen wir wiederum vom Auge. Ich hab jetzt das Auge kann man irgendwie craften, ich weiß jetzt gerade nicht die Rezepte. 6 Linsen. Ach ja, Linsen, ja, warte mal. Ne? Ja, ne? Hab den Namen jetzt vergessen. An dem Dämonenaltar. Linsen, ja, Linsen, Hammer die. Linsen dürften wir... 11 haben, hier, doch, hier 11. Oh, nice, okay. Dann suchen ich wir gleich die grad mal. Mal. Ja, ich hab die gerade mal eingesammelt, 6 Stück. Okay. Also, irgendwas brauchen wir, glaube ich, noch, ich weiß jetzt aber gerade nicht. Verkaufen wir mal eine Eisenrüstung. 6 Silber. Und ja, dadurch, dass ich... Ich verkaufe meine Pfeile. Dadurch, dass ich ja relativ häufig wechselnde Gäste habe, denke ich, dass ich mir demnächst mal, das mache ich wahrscheinlich offscreen, eine Kiste hier hinstelle, wo sich dann Leute, die nur mal für kurz dabei sind, Sachen rausnehmen können und die dann am Ende wieder. Ja, bin ich kurz dabei oder bin ich jetzt eigentlich auch immer zukünftig dabei? Ich wäre nämlich auch schon gern. Oh ja, gerne. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand auch länger dabei ist. Nur irgendwie haben die meisten nie dann Zeit oder sind nicht online oder. Ja, also ich bin eigentlich, habe irgendwie immer Zeit. Ich bin meistens du hast, immer du so. Du hast eigentlich eh sowieso Uhr. Keine Hobbys. Sehr nett. Ja, das habe ich extra gemacht. Das sieht schön. Toll aus mit diesen tollen Tiki-Torches, Tiki-Fackeln. Naja. Ich finde dieses Geräusch so cool. Und ich finde deinen Effekt so geil. Ja genau, mit was kommst denn du hier an? Ja, weißt ich habe noch nicht mal einen Doppelsprung, kann nicht rennen. Ja, komm. Hab gerade mal hier meine habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich sag immer nur, wenn ich nicht weiß, was ich meine. Mein Grappling Hook. Und der kommt hier an mit so einem Elektro Ding mit 10, wo du 10 gleichzeitig schießen kannst oder was? Nein, 2. Das ist ein Dualhaken. Den macht man sich mit dem normalen Haken. Ein paar Eisen, Iron Chain oder wie die heißen, und ein paar Dias. Ach, Diamanten nur, ach ja, klar. Ja, ich spiele auch schon länger. Aber hast du 100 HP? Ja, also auf dem. Ich habe natürlich noch Charakter, wo ich noch meilenweit vorne bin. Naja, habe ich aber auch so, dass ich halt teilweise in irgendeiner Welt noch Kisten hatte. Und da dann halt Items rausgenommen habe für einen neuen Charakter. Ja, ich habe nämlich auch eine Welt, da habe ich alles gesaved, was es überhaupt zu safen gibt, also so Kisten mit Sachen, Zeug und so drinne. Falls ich mal wieder einen Neustart mache oder sowas wie hier. So, wohin gehen wir denn jetzt? Wo ist denn bei dir hier jetzt so das Wasteland oder wie es heißt? Corruption? Ja, Corruption, genau. Ja, kommt jetzt hier demnächst. Nur, dass ich eigentlich ja nicht gegen den Eater of Worlds, sondern gegen das Auge kämpfen wollte und dafür muss ich nur mal erstmal einen Dämonen... Ach so, klar, die sind ja da unten, ja klar. Die sind ja da unten. Das ist jetzt gerade ein bisschen unpassend, weil ich muss für 10 Minuten ganz kurz weg. Okay, dann unterbrechen wir das ganz kurz. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Musste jetzt einmal kurz aus dem Server, deswegen starten wir wieder am Spawn. Hast du eigentlich diese Hermes Boots, mit denen du so schnell rennst? Ja, sieht man ja, oder, dass ich die hab. Nee, hast du nicht. Ja, eben.
Hätte ja sein können, dass du sie nur nicht anhast, aber irgendwie an ja, sich. Ja, aber du auch nicht, ne? Ich hab keine. Ich hab noch keine gefunden in der Truhe. Ich finde sowieso so wenige Truhen. Aber ich bin auch nicht oft genug im Dungeon, da sterbe ich immer so oft. Und da sterben vor allem viele andere Leute immer so oft. Und deswegen gehe ich da nicht so gerne hin. Oh, ist jetzt schon Nacht? Nachmittag. Ja. Na, ich treff nie. Oh, scheiße. Hab doch getroffen. Yay, ich bin schneller, aber ich kenne die Map auch. Ich kenne ja auch die Map. Voll der Vorteil. Boah. Ach stimmt, den könnte ich auch mal benutzen. So, Corruption wollten wir hin, ne? Einfach mal einen Boss beschwören. Jetzt fehlt uns eine Linse, das ist auch so blöd. Warte nicht hier rein, sondern ins nächste erst. Wie du meinst. Ja, da, im nächsten haben wir uns schon ganz runtergegraben. Ah ne, doch nicht hier. Ah, noch eins weiter. Moment, das geht. Weißt du, was passiert, wenn du die Wall of Flash besiegst? Dann werden hier alle Gegner Ultra. Ja, ja, habe ich schon ein Special zugemacht. Echt? Ein zweiteiliges, Part 20. 4 und 25 oder 3 und 24, hier runter. Hä? Also ihr habt die Wall of Flash, du hast die Wall of Flash schon im Let's Play besiegt? Nein, wir haben ein Special gemacht mit, wo wir zeigen, wie das so ist, wenn man das schon gemacht hat. So hier ganz vorsichtig runter. Also da hatten wir unsere richtigen, ich sag jetzt mal unsere richtigen Charaktere. So. Wie ich sie halt, abbauen. Ich sag jetzt mal privat schon gespielt habe. Okay, ich kann das abbauen. Ah, okay. Ach, ist mir jetzt zu kompliziert. Ich hoffe, ich starb nicht an Fallschaden. Ah ja. Perfekt. Jetzt hätte ich ganz schon noch eine Linse, damit wir uns zwei Augen machen können. Hier. Müssen wir die Augen töten? Hier kann man das machen. Ja, ja. Dann gebe ich dir mal die Linsen. Oh. Yay, suspicious looking eye. Ich glaube, das können wir auch nicht beschwören, oder? Das können wir beschwören, doch. Aber nur nach. Moment. Wow. Oh, scheiße, jetzt bin ich fast oben, ey. Halt, hab ich mich da hochgezogen. Zack, 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 zack. Ja, jetzt häng ich. Ich bin toll, wo ich komme da nicht hoch. Doch, komm ich. Oh, verdammt. Ich hab einen Enterhaken genau wie. Enterhaken? Ja, Greifhaken. Entenhaken. Entenhausen. Ja. Ich guck mal, was hier noch ist. Okay. Pilze. Außerdem troll mich nicht in meinen eigenen Videos. Ich doch nicht. Boah, das dauert vielleicht lang. Du mit deinen zwei tollen Greifhaken hast es natürlich einfacher, ne? Jo. Hört man bei mir irgendwelche nervigen Stimmen im Hintergrund? Also nicht nervig, aber irgendwelche Leute. Nicht, dass ich wüsste. Das ist super. Du erlaubst? Ach ja, komm, ich hab ein bisschen Leben verloren, aber scheiß drauf. Achso, oh. Ja. Hast du Heiltränke? Was ist das jetzt? Ja, hab ich. Gut, dann. Aber ich hab jetzt nichts zu werfen. Na super, jetzt werde ich sterben. Ja, Moment, da muss ich mich heilen. Dann geh ich jetzt auch auf Nahkampf. Fairness und so. Ja, immer ich, hä? Also immer auf den, der den meisten Schaden macht. Und das bin ja wirklich ich. Wirklich? Ne, jetzt bist du's. Ja, komm, geh auf ihn. Der macht mehr Schaden. Mir egal, ich hab 160. Vor dem Auge kann man so leicht ausweichen. Ja, eigentlich schon, also es kommt von unten. Oh, da ist gerade eine Sternschuppe gelandet. Ja, hättest du die erwischt?
Hätte die das Auge erwischt, wäre es sofort instant tot. Oh, scheiße. Nein! Du kannst einfach H drücken, ne? Ja, ich weiß. Jetzt gibt's in die Ulti. Nein! Mama! Nein, Mama! 10 Sekunden? Oh, dann überlebe ich wenigstens. Oh, jetzt habe ich einen Pilz für 15 HP gegessen. Super. Hör auf! Nein, 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 nein! Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Bleib weg. Eine Sekunde, eine Sekunde. Boah! Ah, oh, wir hätten das hier wieder ausleuchten sollen. Er hat 38 Leben, jetzt komm. Yay! Geld, Demonite Ore. Ich kann das Geld nicht aufheben. Hä? Lol. Ach, da unten liegt's. Ah. Okay, du hast's. Ja, jetzt wollte ich's noch ausleuchten. Naja, zu spät. Hast du zufälligerweise ein Magic Mirror? Nein. Wir müssen dann laufe ich mit dir. So. Dann laufe ich mit dir zurück, weil ich könnte jetzt mich zurückporten. Oh! Aber ich will dich jetzt hier auch nicht alleine rumlaufen lassen. Warte mal, warte mal, warte mal. Renn nicht so schnell. Ja. Ich nehme eine Fackel und du... Dann ist hier nämlich mal wenigstens hell. Ach man, klappt nicht. Hallo? Nee. Juhu. Oh, Sternschnuppe. Wie viele Mana hast denn du schon? Also 2, aber ich brauch die eh nicht. Ich bin kein Magier. Das wäre ich schon gerne, aber ich habe da jetzt leider so keine Zauberdinger oder so. Zauberbücher, ja, die findet man ja auch, glaube ich, erst im Dungeon, oder? Mhm. Ihr habt Skeleton noch nicht besiegt, oder? Nein, nein, im Dungeon bin ich noch nicht. So, jetzt habe ich mal die richtigen Healing Potions nach oben, weil sonst isst der immer diese blöden Pilze. Und... Ich kauf mir, glaube ich, vielleicht, wenn ich kann, eine Mini-Shark. Da hast du 35 Gold. Du willst nicht wissen, was ich alles hab, oder? Doch. Sag ich dir lieber nicht. Aber ein Gold war auf jeden Fall noch von eben. Ne, vom Auge. Ja. Ne, wie viel hast du einstecken? Wenn ich das jetzt sage, hältst du mich für ein Schiede. Nö. 94 Goldmünzen? Oh ja. Ich hab schon. Also wo ich. Aber die habe ich alle gefarmt. Oh, wieder. Ja, natürlich kriegst du die. Ja klar. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war in einem Special, wo ich da hatte ich einen Mega-Shark und ich wollte die aber reforgen auf was Besseres. Und dann habe ich dafür...